Ich empfehle den Leuten, die gerne regelmäßig viel Grün essen wollen, dass sie sich daraus einen Saft machen, Niederdruck gepresst mit Green Star. Ich kann hier keine vorführen. Ich bin unterwegs und habe so ein Ding nicht dabei. Aber wenn ihr unter dem Begriff Green Star nachguckt, dann werdet ihr die finden. Und der Freund weiß das auch. Und jetzt, wo ich hier bei den Sebastians bin, ist das ganz toll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Greens da hätte, würde ich die Wurzel gar nicht wegschneiden. Nur wenn wir uns das in den Salat tun, dann brauchen wir die Erde nicht. Ja? Das hier ist ein Reinkohl, von dem haben wir vorhin noch gar nicht gesprochen. Da sind die Stängel relativ zäh und ich mache dann einfach dieses hier. Also die Pflanze dient ja jetzt mir. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich dieser Pflanze böse will. Diese Pflanze dient mir als Nahrung. Ich betone das so, weil ich gelegentlich bei uns Leute habe, die dann sagen, ich darf die Brombeere nicht abschneiden. Glaub mir, da ist genug. Das ist plenty. Und wenn gesammelt wird, dann sammelst du in einer konstruktiven Geisteshaltung und nur da, wo es auch zulässig ist. Also die Brennnessel zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Greens da hätte, würde ich die da als Ganzes reintun. Dann würde ich den Stängel auch entsaften. So nehme ich einfach nur die Blätter. Ja? Und es ist so, dass ich noch nicht mal wirklich ein Held bin. Weil wenn du so mit den Brennnesseln umgehst, merkst du gar nichts. Und das bisschen, was du merkst, das tut gut. Ja? Aber die Brennnessel ist im Grunde genommen eine wirkliche Herausforderung. Und gönnt es euch, sage ich wirklich ausdrücklich, wenn ihr manchmal von den brennenden Blättern etwas bekommt. Und gerade jetzt, wenn die Brennnessel Sämchen hat, das ist eine sagenhafte Proteinnahrung. Die braucht man. Also wenn schon pflanzlich, dann wirklich mit sowas. Wenn wir dann ein Brett haben, worauf wir die Pflanzen zerkleinern können, dann ist das gut. So, hier ist also ganz viel Brennnessel. Und also für mich war die Brennnessel, guck, in der Richtung geht es nicht, aber in der anderen Richtung kannst du es einfach abstrupseln. Für mich ist die Brennnessel schon gesund, weil ich die jetzt hier ständig an den Händen habe. Wenn das einer von euch machen will, dann dürft ihr gerne hierher kommen. Und nein, die werden alle mal rot. Ja, du kannst im Grunde genommen kannst an irgendeinen Tisch gehen und geh du mal hier hin und dann machen wir das so. Und ich wäre natürlich jetzt froh gewesen, ihr hättet ganz viel. Pass auf, ich brauche ein Messer. Brennt nicht, also bei mir brennt es. Ja. Also Dominik, das ist ein Messer. Der Messerblock muss irgendwo stehen, da vorne. Ich suche jetzt eine herausragende, vertrauenswürdige Persönlichkeit, die bereit ist, unter Einsatz ihres Lebens diese Gurken in kleine Stücke zu schneiden. Überlegt es euch gut. Ich stelle das auch so hin. Ich will das gar nicht wissen. Nein. Und das machen wir genauso. Ja, warum bist jetzt du so gelb? Das gelbe Zeug, das tun wir weg. Ja, der ist wahrscheinlich, ich habe auch so einen ähnlichen auf dem Schrank liegen. Und der Stangensellerie, also wenn ihr den eines Tages mal im Garten habt, Leute, ich kann sagen, ihr fallt von jedem Stangensellerie Glauben ab, den ihr bisher hattet, weil der dann sowas von genial ist. Sellerie ist ja eine Pflanze und in Meeresküsten sammelt sehr viel Mineral, ja. Das heißt, ihr könnt ein Beet, wo Sellerie drin wächst, da könnt ihr auch mal Salz hinschmeißen, aber Meersalz, richtig gutes Meersalz. So richtig schönes, wildes, super Bio-Meersalz. Gut, während der Kollege. Oh ja, guck mal, hier haben wir die Ulme. Und da würde ich sagen, lass mal die Ulme durchgehen, damit die jeder sieht. Ulmen sind leider ein bisschen dezimiert worden, weil die einen Schädling bekommen haben, wie das bei den Menschen so heißt. Und wenn man die Ulmen genau anguckt, die haben so einen unregelmäßigen Blattgrund. Das ist eine Bergulme. Aber Ulmen zählen zu den besten essbaren Pflanzen
die ein Mensch sich denken kann. Ulme, das muss man einfach. Ja, also die Bergulme relativ weniger, die Flatterulme noch weniger, aber die Feldulme extrem. Weil die Feldulme, das ist ja ein Pilz, die hat nur ganz wenig Jahresring und dann trocknet die. Aber das Schöne ist, dass man in den letzten Jahren zunehmend Ulmen sieht. Also die sterben nicht, genau wie die Eschen. Wie groß oder wie fein sollen das? Ganz klein. Richtig, also mach richtig. Hier. Ja, wie du es machen würdest. Das wird jetzt ein ganz normaler Salat. Ja, ja, das mach ich. Was hat die da unten? Da, guck mal, da ist ein kleines Insektenlärflein. Ja, die kannst du mitessen. Ja. Verrückt, ne? Ja, du kannst zeigen den. Es gibt so eine Pflanze, die die Bergulme habt ihr gehabt, ja? Und auf der Rückseite, nee, die hat es nicht. Auf jeden Fall ist dieser Shape da wichtig, dass die da unten so diese Füße hat, ja, dieses da. Das unterscheidet sie von den anderen. Ulme immer sehr wertvoll, einfach zu einem Röllchen und lange im Mund lassen, ist sehr wertvoll. Das haben viele im Garten, die Ackerkratzdistel. Ja, und die ist sehr gut, die willst du nicht gerne haben. Dann machst du um deinen Apfelbaum, machst du vielleicht die Erde ein bisschen locker und ziehst das raus. Manchmal kommt sie mit 10, 20 Zentimetern Wurzel raus und das kannst du eben in diesem Versafter gut verzehren. Wir werden jetzt von dieser Kratzdistel hier die Blätter nehmen und natürlich, manche sagen zu uns, wir wären ein Kamel, aber wenn wir die so klein schneiden, dann schaden uns diese kleinen Blattrandstacheln nicht. Ja? Und den Rest, den verwerfen wir bei der Green Star, aber das ist alles versaftet. Tut mir richtig leid. Ne? Gut, aber hier, das kannst du auch klein machen. Ich bin begeistert. Ja, du musst einfach begeistert sein. Ja, und dann ist eben der Hasel, ja. Den Hasel, da würde man ja nun so als normaler Mensch sagen, naja, das ist fast dasselbe. Ne? Aber vom Wert, wenn man das platt isst, das ist mehr weich, das ist mehr mild, das ist mehr ein bisschen schleimiger. Ganz besonders schleimig und weich ist die Linde. Und der Hasel hat es auch ein bisschen mit Bitterkeit. Trotzdem, Haselblätter nehmen wir jetzt. Im Übrigen seht ihr, schau mal, die werden schon trocken. Haben wir noch gar nicht lang geschleppt. Also ich bin dann früher, wenn ich hier in Deutschland gelebt habe, dann habe ich mit dem Fahrrad so einen ganz dicken Strauß geholt und den habe ich in die Küche gehängt. Und nach 3 Tagen ist der fertig, ist der trocken. Und dann kann ich diese Sachen abstrupseln in so ein Gefäß und dann habe ich meinen Grünpulver im Winter. Ja, dann, du hast ja, die Chloroplasten in dem Blatt einer Pflanze entsprechen im Grunde einer Blaualge, die nur als Blaualge lebt. Also die Pflanzen früher haben irgendwann mal Blaualgen domestiziert, so wie der Bauersack hier. Und deswegen isst du mit den Chloroplasten einfach eine absolute Basisnahrung. Davon brauchen wir viel. Dass das so schön schnell trocknet, ist prima. Also legt euch ruhig so ein paar größere Säcke zu. Es gibt so unimprägnierte Papiersäcke oder so Leinenbeutelchen. Und dann hängen die da halt und dann hast du da dein Grünpulver. Und das machst du über den Salat. Und das ist 10-mal so wertvoll, obwohl es getrocknet ist, als der normale Kopfsalat. Der bildet nur die Matrix. So, Chef, hier. Brauchen wir noch Salat, dann können wir noch aus dem Garten holen. Wenn du Salat hast, ja, kannst du uns vielleicht noch 2 Kopfsalat, ja, rausrücken. Ja, das kannst du auch machen. Und dann, also die Esche essen wir nicht, ja? Aber ihr wisst ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Esst Esche, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, ihr werdet es nicht tun. Wenn noch was fehlt, da ist Kurkuma drin. Ah, das ist sehr gut. Sehr gut. Müsste auch irgendwo sein. Jetzt brauchen wir noch ein Möser. Jetzt brauchen wir noch ein Messer. Und das Messer kannst du haben? Ich kann nicht haben. Wer wäre denn mal bereit, unter Einsatz von rote Rübenblut, diese rote Rüben? Jetzt kann man Folgendes sagen, das muss man doch jetzt ganz intensiv waschen. Also von einem normalen Bauern würde ich das auf gar keinen Fall essen. Du kannst es waschen, aber würde es nicht essen wollen. Und wenn es von einem verlässlichen Bauern kommt, ich würde dem jetzt mal zutrauen, nichts machen, alles mitessen. Meine Tante immer gesagt, Dreck reinigt den Magen. Weißt du, das Waschen.
ich erlebe heute, wenn ich Leute, hier muss man aufpassen mit diesen weißen Hosen heutzutage, wenn ich Leute besuche, dann rieche ich sofort, wie es im Treppenhaus, was da passiert. Die verwenden heute zum Teil so üble Putzmittel, dass sich richtig resistente Stinkbakterien entwickeln. Das heißt, es riecht im Gang nicht mehr früher wie nach der Bratensoße von der Oma im sechsten Stock, sondern es stinkt einfach nur nach Zerfall. Obwohl der hier täglich putzt. Das heißt, lass diese üblen Putzmittel weg. Das ist so verrückt, das klingt. Es klingt alles so gut. Aber wenn es sauber ist, ist nicht gut. Und also, ich glaube, euch wird nichts passieren, wenn ihr diese rote Rübe esst. Ja? Ich habe jetzt meine Hände vorhin mit Moos gereinigt und mit all diesen Wildpflanzen. Also, einfach machen.